Hallo, willkommen zu meinem ersten YouTube-Video. Ja, ich habe euch einfach nur ein bisschen mitgenommen. Ja, bei den Vorbereitungen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Angucken. Ich hoffe, euch gefällt's. New Day. Mein Zeug liegt immer noch hier. Alles auf dem Boden. Aber heute, also ich weiß nicht, irgendwie kriege ich es halt auch nicht hin. Ich weiß auch nicht, wann ich packen soll. Irgendwie habe ich auch gar keine Zeit dazu. Ist ein bisschen problematisch, aber ja, passt schon, weil ich muss jetzt arbeiten. 7 Stunden und danach vielleicht. Das wird wieder so eine auf den letzten Drücker Packaktion. Aber ich freue mich. Es sind nur noch 8 oder 7 Tage. 8, glaube ich. Zweite Sitzung. Diesmal sind es 5 Spritzen, aber das packe ich schon. Also ich wurde vorhin geimpft. 5-mal. Ich weiß ja nicht, wieso nur 4 Pflaster da sind, aber ich wurde 5-mal geimpft. Es tut schon sehr weh, muss ich jetzt sagen. Also ich bin jetzt so sehr müde. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, aber ich muss jetzt arbeiten. Aber mein Arm tut wirklich sehr weh, weil nach der ersten Impfung tat er irgendwie gar, also nur so wirklich minimal, tat er fast gar nicht weh. Also bei den ersten 3 meine ich. Also ja, jetzt kann es halt schon dran liegen, dass es halt 5 waren. Aber ja, ich hoffe, ich kriege kein Fieber oder so, weil das wäre jetzt wirklich sehr nervig, weil ich habe ja noch absolut gar keine Zeit, jetzt noch krank zu werden, beziehungsweise so Nebenwirkungen davon zu haben. Das passt halt absolut gar nicht in meinen Zeitplan rein, aber... We will see. Also, es sieht schon deutlich besser aus. Da, das sind alles, also nur die Hälfte habe ich Klamotten und die Hälfte habe ich so anderen Stuff. Muss jetzt auf jeden Fall mal wiegen, wie viel der wiegt, aber mein restliches Zimmer nicht so. Muss ich auch noch alles aufräumen, bevor ich gehe, aber ja. Noch 2 Tage! Und ich bin gerade schon wieder am Packen. Die sind immer noch und mein... Ich habe mein Auto ausgeräumt, habe alles rausgeholt, was da drin lag, beziehungsweise so die Hälfte. Ja. Next day. Aber heute ist mein letzter Tag. Sie ist also noch morgen ein bisschen, aber nur den Vormittag morgen. Schon crazy. Das ist so der Stapel, den ich anziehen muss. Ja. Letzter Abend. Ich bin schon... Ich bin ein bisschen aufgeregt jetzt. Ich muss auch noch richtig viel machen. Meine To-Do-Liste arbeite ich jetzt ab. Mein ganzes Zimmer aufräumen und alles. Aber ich habe jetzt meinen Koffer final gepackt. Hoffentlich nichts vergessen. Und ich mache den jetzt zu und wiege den mal. Ich habe es geschafft, ihn zuzumachen. Nach so 10 Minuten. Dieses scheiß Koffer. Da gespackt. Scheiße, Mann! Jetzt habe ich zu viel! Ey. Ich habe doch eigentlich gar nicht so viel noch reingetan. Last picture of my car. Ich bin so viel mit dem hingefahren. Da steckt so viel Abenteuer und Geschichte dahinter. Meine Glitzersteine. Guten Morgen. Der letzte Morgen in meinem Zimmer. Ich muss mich ein bisschen retten, was zu retten ist. Und danach geht's los. Last time! Also mein Handgepäckskoffer, Koffer, nein, mein Rucksack ist so voll. Nicht das zukriegt, weiß ich halt auch noch nicht. Also da alles in meinen Koffer gepackt. Ich habe jetzt halt keine Ahnung, ich habe irgendwie so viele Haarbürsten. Ich finde jetzt halt auch keine.
ist okay, oder? Das ist okay. Das ist okay. Ich hab eine gefunden. Hast doch kurz gefixt bekommen. It's a look. It's a look. Ich bin so müde. Noch eine Stunde. Bin ich dann falsch zum Flughafen? Katastrophe. Katastrophe. We will offer you our regular service. We can such as snacks and drinks. Also ist echt stressig gewesen. Sehr stressig gewesen. Delicious. Aber ja. Cheese. Soll ich wieder runterfahren? Einfach die Tränen, weil ich schon sehe, ja, wie die Küsten sehen und ich fange an zu weinen vor Freude. Mein Gott, das ist so schön hier. Ich muss nur meinen Koffer hier hochtragen. Ich bin jetzt angekommen, endlich. Das ist mein Bett, da oben. Ich hatte die Wahl zwischen den zwei, den hinten und dem. Das wäre cooler, finde ich, aber egal, da schläft so ein anderer Typ. Und ich habe dann so schöne Aussicht. Moment. Ja, das ist meine Aussicht aus meinem Bett. Sieht schon schön aus. Ein bisschen heiß hier. Ich ziehe mich jetzt um und gehe dann an den Strand. Ich weiß noch nicht, wie man da hinkommt. Gucke ich dann. Den Koffer kriege ich irgendwie nicht in dieses Teil rein, aber die Koffer von den anderen stehen jetzt da irgendwie auch schon. Also, ja. Ja, ich bin jetzt umgezogen. Und jetzt gehe ich los. Aber es sieht schon schön aus. Doch, I like it, I like it. Das ist meine Aussicht. So. Let's go. Ist noch nicht so ganz, wie das hier alles aufgebaut ist. Aber es sieht echt sehr schön aus. Wir sind hier die Stadt und der Hafen. Schon sehr schön. Ich weiß halt nur nicht, wo hier das Meer ist. Und der Typ meinte an der Rezeption, dass es 15 Minuten mit dem Bus entfernt ist. Muss ich mal nachfragen morgen, wie man da hinkommt. Oder vielleicht finde ich es ja auch noch heraus heute. Ja, ah, ich bin sehr glücklich. Am Flughafen ist echt wieder mal alles schief, wie man schief laufen kann. Mein Gepäck war irgendwie falsch gebucht. Da muss ich das drauf zahlen. Die Frau am Schalter war so unfreundlich. Ich hasse es, wenn man unfreundlich ist. Ich verstehe nicht, wieso man unfreundlich sein muss. Naja. Dann hat sie gemeint, ja, ich muss 40 Euro jetzt dafür zahlen. Da dachte ich mir so, ey, dann will ich das lieber online kurz dazu buchen für 25 Euro. Habe ich das gemacht, da hat die mich so gestresst. Danach war sie so, in 2 Minuten schließt es, dann können sie nicht mehr fliegen, bla bla bla. Und dann, sie hat 10 Minuten gesagt und danach nach 3 Minuten war sie so, ich mache jetzt Feierabend, gehen Sie zur Kollegin. Und ich dachte so, Bro, ey, warte doch noch 2 Minuten, weil ich hatte es einfach schon fertig. Ich so, ja, ich bin jetzt fertig. Und dann sie so, ich habe jetzt Feierabend, tschüss. Ich dachte so, ganz klar. Ich habe jetzt auch keine Ahnung mehr, wo ich bin. Danach habe ich meinen Boardingpass verloren. Wieder gefunden. Danach hat mein Boardingpass nicht funktioniert. Hat so eine Frau mir so einen neuen gemacht. Ich dachte so, ey, was denn los? Ich hatte auch so Angst, dass mein Koffer verloren geht oder so. Aber ich habe ihn. Zum Glück. Ja, die Straßen sind hier so schön. Also das ist so abgefuckt, aber voll schön. Ich mag das. Müssen wir es fertig machen? Habe ich gerade hingesetzt und es gemacht. Aber ich habe ja noch absolut nichts gegessen heute. Ich habe halt nur gefrühstückt heute Morgen. Und ja. Dachte ich mir so, komm, dann gehe ich jetzt noch kurz, bevor irgendwie alles zumacht, weil heute ist ja Sonntag, oder? Ja. Aber das sieht so schön aus hier. Ja. Ich bin eigentlich auch schon in meinem Pyjama-Look. Es ist schon ein bisschen weird, mit so vielen Menschen im Zimmer zu schlafen. Also jetzt keine Ahnung, ich habe ja noch nicht mit denen geschlafen. Aber ich bin in so einem Hostel mit 12 Betten und so einem
gemischten Schlafsaal. Und was mir auf jeden Fall gerade noch gefehlt hat, war Shampoo. Das ist meine Haare ohne Shampoo waschen. Das war's mit meinem YouTube-Video. Gebt einen Daumen hoch. Folgt mir auf Instagram, wenn ihr Lust habt, mehr von mir zu erfahren und ein bisschen aktueller. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und nächste Woche gibt es dann einen neuen Vlog über die jetzige Woche. Stay tuned, friends!